und es einfach. Hast du nichts zu tun? Vergessen. Hast du in deinem Leben nichts zu tun, dass du mein Scheißzimmer durchwühlen musst? Hallo? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du bist die Einzige hier, die irgendwie einen Grund dazu hätte, mein Scheißzimmer zu durchwühlen. Ich halte das nicht aus. Bitte lass uns mal reden. Hannes. Lisa. Hm? Was ist denn los, Mann? Es ist viel zu früh. Ja, meine Mom hat mir geschrieben. Yvonne? Ja, sie hat mich gefragt, wie es mir geht und was ich so mache und wie es dir geht. Ah, der hat bestimmt nicht gefragt, wie es mir geht. Ah, müde bin ich. Ihr Pipi. Ah. Alter, wie oft soll ich dir eigentlich noch sagen? Es gibt nichts zu reden. Lass mich in Ruhe, okay? Der hat eine andere kennengelernt. Hier, direkt vor meiner Nase und nicht irgendwo bei seinen Eltern. Guck das mal an. Ja, guck es dir an. Sie unterhalten sich. Hm. Komm, wir gehen einfach hoch. Dann kannst du sie gehen. Komm. Wir gehen nicht hoch. Ich hole mir jetzt ein Wasser, weil ich keine Angst habe, ihm zu begegnen. Guten Appetit. Das kann nur schmecken. Ja, ja, safe. Mach nicht so lange, ne? Bis dann. Aha. Ja, geile Stimmung, ne? Könnt ihr mir bitte einen Gefallen tun? Können wir bitte einfach irgendwas machen? Zusammen? So wie früher, wir gehen was trinken, was essen, das ist mir scheißegal was, aber können wir bitte irgendwas machen? Nein, danke. Kein Bedarf. Kommst du mit? Was denn? Was denn? Ich muss herausfinden, wer das war. Mit wem er die ganze Zeit irgendwas hatte, ohne dass ich das mitbekomme. Und jetzt brauche ich Plan. Ey, ey, ey. Nein, nicht ey. Nee, hör zu. Der Plan ist, dass du das Ganze vergessen willst. Und deswegen ist es das Beste, sich damit nicht so viel zu beschäftigen. Nein, du musst mir helfen, du musst auf meiner Seite sein. Ich muss gucken, wer das war. Sina, ich muss los. Aber du musst mir versprechen, dass du ruhst. Und wenn ich wieder da bin, dann können wir nochmal in Ruhe darüber reden, okay? Mhm. Versprochen, versprochen. Mhm. Keine Scheiße überhaupt. Ich doch nicht. Wenn Dasha jetzt wirklich versucht herauszufinden, ob da eine andere ist, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis sie auf mich kommt. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Mann, was soll ich nur machen? Hey, hey, schon wieder hier? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, du bist auch bei Lisa. War ich. Nun hat sie mich nach ihrer Vorlesung, also vor ihrer Vorlesung, nochmal hergebracht. Und die sollte eigentlich auch bald wieder zurückkommen. Okay. Und wie geht's dir? Wie geht's mir? Kacke geht's mir. Aber es ist okay. Wichtigere Frage, hast du irgendwas mitbekommen mit Hannes und irgendeinem anderen Mädel? Jessica vielleicht? Irgendjemand? Nein. Also was? Nee, hab ich nicht. Keine Ahnung, nicht, dass ich wüsste, was das war. Warum? Warum? Wie, warum? Der hat mich aus irgendeinem Grund abserviert. Das muss ja irgendeine andere gewesen sein. Jetzt will ich wissen, wer es ist, damit ich... Es muss eine andere gewesen sein. Warum muss es eine andere gewesen sein? Es kann auch einen anderen Grund haben. Kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass Hannes eine andere hat? Ich kann mir alles vorstellen, nachdem er so mit mir Schluss gemacht hat. Ja, aber wenn du dir alles vorstellen kannst, warum gehst du dann davon aus, dass er eine andere Olle an der Seite hat? Also ich weiß nicht, es muss ja irgendwas gewesen sein. Also irgendein Grund muss er haben. Und ja, er wird schon seinen Grund haben, aber wir haben jetzt ausgerechnet. Hey. Was? Wir können jetzt in sein Zimmer gucken. Was willst du denn? Der duscht schon sehr, sehr lange. Nein. Und wir haben genug Zeit. Außerdem können wir mal gucken, ob wir irgendwas finden. Sein Handy, Indizien für irgendein anderes Mädel. Nein, hier ist nichts. Super. Hast du vielleicht nicht das ganze Zimmer hier aufgenommen? Hast du aufgenommen? Hallo? Nein. Was ist, wenn du Ärger bekommst? Von
wem soll ich Ärger bekommen? Willst du mich verpfeifen? Nein. Hannes duscht 3 Jahre. Der wird auch nicht sein. Auch ganz damit einfach. Nein, lass es. Chill. Lass mich doch. Guck mal, Hannes. Das muss ja irgendwo irgendwas sein, oder? Ja. Hey, warte mal. Pass auf, ich weiß, vielleicht der falsche Zeitpunkt. Ich weiß, du willst nicht reden. Verstehe ich voll, aber ich kann meine Gefühle einfach nicht zurückhalten. Ich will dir einfach sagen, dass ich auf dich warten werde. Ich will keine Dasha, ich will keine andere. Ich will dich. Und ich will einfach, dass du weißt, dass ich es ernst meine, ja? Mann, Lisa. Reiß dich zusammen. Dasha ist deine beste Freundin und dieser Typ muss für immer tabu sein. Hey, warte. Hast du zufällig Dasha gesehen? Weil die ist nicht in ihrem Zimmer und unten auch nicht und ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Oh nee, ich glaube, ich habe das letzte Mal am Vormittag gesehen. Sorry. Schluss, oder? Oder? Irgendeine Reaktion, bitte! Was zum Lisa! Warum seid ihr hier in diesem Zimmer? Wie, warum bin ich in diesem Zimmer? Ich habe die Aktion gestartet, von wegen herausfinden, wer die andere ist, der Hannes mich wahrscheinlich betrogen hat. Wichtig, ganz wichtig. Jetzt kann ich. Aber du kannst doch nicht einfach. Natürlich kann ich einfach. Was machst du denn hier? Ich kenne den Code, ich war mit ihm zusammen. So. Hallo? Mo? Dasha, du kannst doch nicht einfach hier an irgendeinem Handy gehen. Warte. Warum hast du ihm eine Sprachnotiz geschickt? Ja, wegen Bio. Lisa! Hallo, ich hab Lisa, verstehst du nicht, dass er mich wahrscheinlich komplett verarscht hat? Warum? Natürlich kann ich das. Ärger, das geht. Das ist total wichtig, dass ich weiß, was er, ob er mich beschissen hat oder nicht. Lisa! Lisa! Nein, warum bist du nicht mal in deiner Was macht ihr da? Nichts total Komisches oder Illegales oder, ja, du hast es nicht gesehen. Scheiße, Mann. Das war echt verdammt knapp. Ich hoffe echt, dass die uns jetzt nicht einfach verpetzt. Obwohl ich eigentlich echt Glück gehabt habe. Ich meine, Dasha hätte sonst die Nachricht gelesen und dann hätte ich ein richtig dickes Problem gehabt. Was sitzt du denn da so, Lisa? Das ist voll das große Problem. Das ist ein gigantisches Problem. Ich hatte das Handy schon in der Hand. Ich habe das ganze Zimmer extra. Ich hatte es schon in der Hand. Ich hätte nachgucken können, wer die andere ist. Du hast mir immer weggenommen. Warum? Ich wollte dir nur helfen. Schau mal, du bist in dieses Zimmer reingegangen, hast es einfach durchwühlt. Das ist voll gefährlich, du hättest voll Ärger kriegen können. So egal. Du kannst es immer noch kriegen. Nein, vergiss doch den Ärger. Es geht doch darum, dass Hannes mich wahrscheinlich die ganze Zeit belogen hat, die ganze Zeit irgendwas hinterrücks gemacht hat. Mit wem? Wer ist diese andere? Ist doch egal. Es ist nicht egal. Hast du nichts zu tun? Hast du in deinem Leben nichts zu tun, dass du mein Scheißzimmer durchwühlen musst? Hallo? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du bist die Einzige hier, die irgendwie einen Grund dazu hätte, mein Scheißzimmer zu durchwühlen. Ein Grund? Wie heißt der Grund? Kann ich sie kennenlernen? Könnt ihr bitte komm, aufhören? Hat, also gibt's einen Grund? Es kann dir also, scheißegal sein. Nein, es kann mir nicht scheißegal sein, wenn es die ganze Zeit darum ging, dass du in irgendeine andere rumgebumst hast. Wer? Wie heißt sie? Was? Ja, schön, guck mich einfach dumm an die ganze Zeit, die mich verarscht. Was ist hier los? Frag ihn doch, was hier los ist. Nee, hey, frag sie doch, was hier los ist. Guck dir mein scheiß Zimmer an. Ja, ist gut jetzt. Ja. Was geht hier ab? Warum zauft ihr euch jedes Mal so, Mann? Wir sind eine Clique, ihr habt das vergessen. Könnt ihr auch von uns damit alle... Scheiße in dem. Ist so. Wenn der dabei ist, sind wir keine Clique, wir sind gar nichts. Ich will euch einfach nicht sehen. Ich hab keinen Bock. Verpisst euch beide, ich will keine Schwanzriege in meinem Zimmer. Da ist die Tür. Dankeschön. Unkorrekt, richtig unkorrekt. Nein, nicht doch. Unkorrekt. Der hat mich komplett verarscht die ganze Zeit. Mit wem? Ich weiß, es ist ungünstig, aber ich muss noch eine Seminaraufgabe vorbereiten für morgen. Deswegen würde ich jetzt gehen. Alles gut. Ich hab ja Till. Alles gut. Tschüss. Oh Gott, was für eine Frau. Mann, jetzt geht wegen dieser Nummer auch noch die komplette Freundschaft kaputt. Ich hasse das hier alles einfach. Warum musste das zwischen Hannes und mir überhaupt passieren? Hallo? Was machst du hier?
Als hast du es nicht gecheckt. Ich habe gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Du hast gesagt, du hast es. Können wir bitte ganz kurz reden? Was denn? Es ist mir einfach genug, okay? Verstehst du das nicht? Heute erst im Treppenhaus und dann noch Dasha. Die checkt's einfach. Es geht um was anderes. Komm kurz rein. Ja, was? Und ich will einfach, dass du weiter mit mir Uni lernst. Ich schaff's einfach nicht allein. Ja, doch allein. Ich schaff es nicht alleine. Und ich finde jetzt auch nicht so schnell irgendjemanden, der mit mir für Uni lernt. Mann, und ich weiß, ich kann es nur mit dir richtig gut. Es gibt genug Leute, die fragen kannst. Lisa, bitte. Nein. Lass uns einfach für Uni lernen. Ich verspreche dir, wir werden nur lernen. Soll ich dir jetzt einfach glauben? Oder? Ich kack sonst ab. Bitte. Hey, warte. Aber wir sagen da schon nichts davon, okay? Von mir willst du nichts erfahren. Wahrscheinlich ist es doch nur halb wahr, dass Hannes nur wegen Bio da ist. Aber wir werden nichts machen. Wir werden nur lernen. Und ich werde ihm noch dieses eine Mal helfen und das war's dann. Wir sind Kumpels von Mo. Aber wenn wir dich so sehen, wissen wir, warum Mo hier studiert. Das ist Schicksal. Was ist Schicksal? Traumfrau, Traummann, das wird ein Traum. Helfer! Dicker, was war das denn?